Hallo, willkommen beim VH Golf. Was meinst du, wenn ich mental stark bin, werde ich dann besser Golf spielen? Wird mein Ergebnis am Ende der Runde besser aussehen? Spielt die Kopfseite des Golfspiels eine wichtige Rolle? Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortet hast, möchte ich dir helfen, die mentale Technik oder den Trick zu finden, die für dich am besten ist. Das Schöne ist, das kann man am besten auf dem Golfplatz machen. So, lass uns anfangen. So, am besten findest du einen Tag, wo du 18 Loch spielen kannst. Du wirst innerhalb dieser 18 Löcher 5 mentale Techniken einsetzen und dann sehen, was am besten für dich klappt. So, die ersten 3 Löcher nutze sie so aus. Ich möchte, dass du sie genauso spielst, wenn du eine wichtige Runde spielen würdest. Wenn du eine Pre-Shot-Routine hast, dann mach das. Wenn du irgendwelche mentale Tricks parat hast, dann setz sie auch ein. Die Idee ist, deine Methode mit anderen zu vergleichen. Bei der ersten Methode geht es um Ja und Jetzt. Für 3 Löcher möchte ich, dass du dich voll und ganz dem Schlag widmest, den du gerade machst. So, was meine ich genau? Das ist ein typischer Schlag, ein kurzer Wedge-Schlag. Da denke ich natürlich nur an Birdie. Und was passiert, ist nicht gut. Ich schlage den Ball zu weit und ein bisschen gepult und er fliegt direkt in den Bunker. Furchtbar, du kennst das. Man hat so hohe Erwartungen gehabt. Jetzt aber für diese Aufgabe darf ich jetzt kurz sauer sein, aber da am Bunker wird es anders aussehen. So, das ist jetzt der kritische Moment. Statt mehr an den letzten nicht gelungenen Schlag zu denken, denke ich an diesen Bunkerschlag. Es geht um jetzt. Okay, da muss er landen. Es ist abschüssig. Ich darf nicht stoppen. Da aufkommen lassen. Sit. Und plötzlich, dieser gute Schlag hat mir sehr gute positive Energie gegeben und ich kann mein Paar retten. Die Lage kann sich beim Golfen so schnell ändern. Boah, das ist heiß hier in Lütjensburg. Bei den nächsten 3 Löchern möchte ich, dass du das Visualisieren ausprobierst. So, das ist ein recht enges Loch. Ich werde mein langes Eisen verwenden, um das Fairway zu treffen, was keine Garantie ist. Um mir zu helfen, denke ich jetzt Folgendes. Ich sehe, wie ich den Ball satt treffe. Ich spüre das auch. Ich sehe, wie ich ausbalanciert am Ende des Schwunges stehe. Das ist für mich wichtig. Dann, wie der Ball durch den Luft segelt, mit einer ganz leichten Rechts-Links-Kurve. Der Ball landet 5 Meter rechts von dem Bunker und rollt ein paar Meter nach vorne. So, jetzt, nachdem ich mich ausgerichtet habe, habe ich diese Bilder im Kopf. Ich lasse sie nicht los. Und wenn der Ball tatsächlich fliegt, wie du dir das vorgestellt hast, boah, das ist eine Bestätigung. Und dann bekommt man Lust, diese mentale Methode immer wieder zu verwenden. Du musst aber dabei bleiben. Ich bin echt gespannt, wie du diese Methode findest. An den nächsten 3 Löchern möchte ich, dass du super sanft mit dir umgehst. Das ist sehr wichtig. Du bist jetzt nicht auf der Driving Range, wo du etwas lernen möchtest. Und manchmal muss man hart mit sich umgehen. Hier ist man auf dem Platz und hier muss man sich schonen. Ich kenne wenige Golfer, die mit einer negativen Stimmung besser Golf spielen. So, hier ist ein Beispiel und das ist etwas Typisches. Ich kenne es auch bei mir, muss ich zugeben. Man hat einen Pitch und man trifft ihn fett. Das passiert auch guten Golfern. So, das ist für mich eine furchtbare Situation. Sofort denkt man negativ an sich.
Das ist eine Situation, die ich möchte, dass du in den drei Löchern übst, falls es vorkommt. Es muss nicht so drastisch sein, so schlecht sein wie jetzt. Aber irgendwas Positives musst du jetzt hier rausholen. Für mich würde ich vorschlagen, an mein Training zu denken, an die viele perfekt getroffene Bälle mit sehr guter Technik, wie ich das immer wieder hinbekommen habe. Ich würde auch an Momente denken, in Turnieren, die ich gespielt habe, wo ich solche Schläge gut gemacht habe und den Ball tot an den Stock gespielt habe. Okay, so wieder, nur kurz sauer sein. Und jetzt, während ich über den Ball stehe, sehe ich mich vor 5 Jahren bei der deutschen Golflehrermeisterschaften, wie ich so einen Schlag gut ausgeführt habe. Und so ein Comeback kann eigentlich sehr aufbauen. Bevor wir zu den nächsten drei Löchern kommen, möchte ich gerne wissen, welche Methode dir am meisten bringt. Oder vielleicht hast du deinen eigenen Trick, der dir weiterbringt, mental gesehen. Bitte schreib's unten in den Kommentaren. Wir können alle davon profitieren. So, was ich jetzt dir sage für die nächsten drei Löcher, wird dir vielleicht sehr merkwürdig vorkommen. Aber erstmal muss ich diesen 5 Meter Putt lochen. Okay, so wenn das passiert, vor allem wenn es ein Birdie ist oder irgendein wichtiger Putt, der erste Gedanke ist yes. Aber was du jetzt in den nächsten drei Löchern üben solltest, ist emotionale Kontrolle. Das bedeutet, wenn du so einen schönen Erfolg hast oder einen Misserfolg, ein kurzer 1,2 Meter Putt vorbeigeschoben, das ärgert. Aber in beiden Fällen möchte ich, dass du übst, gleich zu bleiben oder gleich zu fühlen. Das muss geübt werden. Aber wenn du das genügend machst, und glaub mir, du wirst Gelegenheit bekommen, weil wie du weißt, beim Golfen gibt es viele Ups und viele Downs, wirst du plötzlich eine Ruhe empfinden, die dir beim nächsten Schlag helfen wird. Bei den letzten drei Löchern möchte ich, dass du die Pre-Shot-Routine verwendest. So bitte nicht wegklicken, das ist wichtig. Erstmal, eine Pre-Shot-Routine ist super, weil du beschäftigst dich damit, mit deiner Routine, und das blendet negative Gedanken aus. Aber ich verstehe, das ist manchmal alles ein bisschen kompliziert und manchmal dauert es zu lange, und das ist nicht, was wir wollen. So eine Pre-Shot-Routine kann alles sein. Und ich möchte, dass du Folgendes probierst. Dein Ball liegt auf dem Fairway. Du hast die Entfernung gelasert. Aber dann, ab dem Zeitpunkt, wo du den Schläger aus der Tasche holst, solltest du anfangen zu zählen. Nur das musst du erstmal vorher mehrmals gemacht haben. Du musst dich timen. Du musst schauen, wie lange du brauchst, um dich für den Schlag vorzubereiten und den Schlag zu machen. So, ich fange an und ich werde zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zwölf, 13 Sekunden ist meine Zeit. Und das versuche ich zu tun bei jedem Schlag. Es geht bei mir immer los, wenn ich den Schläger da raushole. Und so ist meine Pre-Shot-Routine 12, 13 Sekunden. Und manchmal mache ich das in verschiedener Reihenfolge, aber es dauert immer 12, 13 Sekunden. Ich bin sicher, das wird dir super gefallen. Go, go. So, danke fürs Zugucken. Ich denke, da sind wertvolle Dinge für uns alle dabei. Jetzt ist aber die Zeit, wo du nach der Runde entscheiden solltest, was dir am meisten geholfen hat.
Oder vielleicht war es eine Kombination von verschiedenen Methoden. Falls dieses Video dir oder deinen Freunden weiterbringt, bitte einen Daumen hoch oder teilen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.